An diesem Ort starteten die Nationalsozialisten vor 75 Jahren ihr grauenhaftes Mordhandwerk, das Töten mit System. In Schloss Grafeneck in Baden-Württemberg begann das, man muss das so hart sagen, industrielle Morden, später albtraumhaft perfektioniert in den Konzentrationslagern. Die Opfer in Grafeneck waren Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Euthanasie wurde das im NS-Staat genannt. Der Begriff steht eigentlich für Sterbehilfe, die von einem unheilbar kranken Patienten gewünscht wird. Hier aber bestimmten die Nazis, wer es wert war zu leben und wer nicht. Daran erinnert Rüdiger Kronthaler und an all die Opfer, die in Vergessenheit gerieten. NS-Propaganda zur Psychiatrie. Sie zeigt Patienten, die arbeiten, und stellt ihnen solche gegenüber, die nach NS-Anschauung nur Geld kosten. Über 200.000 Menschen wurden als lebensunwertes Leben ermordet. Bis heute in vielen Familien ein Tabu. So habe ich das gefunden. Und da waren die Fotos. Also, sie ist davon ausgegangen, dass das niemanden interessiert. Interessiert sonst niemanden. Aber Barbara Wenzel interessiert sich sehr wohl für das Leben ihres totgeschwiegenen Großvaters. Friedrich Crusius, Lateinlehrer, Musiker, ein Schöngeist, Vater von zwei Kindern. Als er schizophrene Anfälle bekommt, lässt sich Friedrich Crusius behandeln, kommt schließlich in die Psychiatrie Egelfing-Haar vor den Toren Münchens. Auf dem Gelände der Psychiatrie heute Vormittag. Gedenken an die Opfer. Vor 75 Jahren verließ der erste Vernichtungstransport eine Anstalt. Historiker gehen davon aus, dass jeder achte Deutsche mit einem ermordeten Patienten verwandt sein müsste. Jedoch, in den allermeisten Familien wird darüber bis heute nicht offen geredet. So ganz vergessen ist diese Geschichte ja nicht. Also aus meiner Erfahrung tradiert sich das über Generationen. Da war etwas. Und das ist etwas Unheimliches, ist etwas Verunsicherndes, ja, was die Familie auch belastet. Ja. Und das offenzulegen, zu klären, das befreit unendlich. Ja. Großvater Friedrich Crusius wird im Herbst 1940 nach Niedernhardt bei Linz deportiert und dort mit einer Überdosis Medikamente vergiftet. Ein Schicksal, über das man eigentlich in der Familie hätte sprechen müssen. Ich gehe einfach mal davon aus, ohne es natürlich genau zu wissen, dass meine Mutter es nicht konnte. Sie konnte nicht über ihn sprechen. Barbara Wenzels Mutter litt bis zu ihrem Tod an schweren Depressionen. Ob da ein Zusammenhang bestand, wird sich nie mehr klären lassen. Inzwischen hat Barbara Wenzel sogar herausgefunden, wo ihr Großvater begraben liegt. Hier muss es sein. Das möchte ich einfach rauskriegen, wie er war und was er gedacht hat, wie er gelebt hat. Warum? Damit er nicht vergessen wird. Bis heute sind in Deutschland Euthanasieopfer nicht offiziell als NS-Verfolgte anerkannt.